Sascha Hehn, 63, verlässt die ZDF-Reihe Das Traumschiff. Der Bild-Zeitung sagte der Schauspieler, es gibt viele Gründe dafür, einer davon ist, dass sich in der Fernsehbranche vieles verändert hat, und das nicht immer zum Positiven. Der Schauspieler, der seit Ende 2013 Kapitän Viktor Bürgel war, bedauert, leider hat die Serie in den letzten zwei Jahren ihren Charme verloren. Vielleicht ist er ja mit Wolfgang Rademann gegangen, ich weiß es nicht, aber meinen möchte ich gern noch eine Weile behalten. Rademann war 2016 gestorben. Er hatte nicht nur das Traumschiff erfunden, sondern auch die Schwarzwaldklinge. Die Serie wurde von Kritikern immer verspottet, hatte aber heute unvorstellbare Einschaltquoten, bis zu 28 Millionen, und brachte Sascha Hehn als Arzt Udo Brinkmann enorme Popularität. Hehn deutete jetzt im Gespräch mit der Bild Konflikte mit den Machern der Reihe an. Glauben Sie mir, ich habe in den letzten sechs Jahren alles versucht, um das Produkt innovativ weiter nach vorne zu bringen, aber es ist mir nicht gelungen. Hehns Ärger mit den Kapitänshemden. Die Kritik am ZDF und an den Produktionsbedingungen des Traumschiffs sind nicht neu. Als Weihnachten 2016 das Traumschiff lief, beschwerte Hehn sich über Budgetkürzungen. Sein Beispiel, die Hemden des Kapitäns Bürger, den Hehn spielt, seien etwa Originalmarinehemden. Das ärgert ihn. In Hollywood gäbe es bei so einer erfolgreichen Sendung sicher ein maßgeschneidertes, tailliertes Hemd. Zur Welt sagte Hehn, so sehe ich immer aus, als hätte ich so einen Ranzen am Bauch und so einen Arsch in der Hose. Der Schauspieler argumentierte damals, es sei gut für die Rolle, wenn der Kapitän gut aussehe. Und er fragte, warum hat das George Clooney und ich nicht? 2013 hatte Sascha Hehn sich selbst hochgelobt in der Serie Lerchenberg gespielt, als eitler Gag, der sich für einen Star hält. Die Sitcom war selbstironisch, witzig, schnell und neu. Zuerst lief sie bei ZDF Neo, dem Experimentierbeiboot des Riesentankers ZDF. Nach zwei Staffeln wurde Lerchenberg allerdings ohne viel Aufheben beendet, zur Enttäuschung aller Beteiligten und vieler Fernsehkritiker. Hehn war noch 2016 der Unmut über ausbleibende Anerkennung anzumerken. Er sagte, sagt wenigstens, wir haben keinen Bock mehr, es war uns zu peinlich oder nicht gut genug, irgendwas. Aber gebt eine Antwort. Haben wir uns dafür den Arsch aufgerissen? Der erste Gang von der Brücke für Hehn ist es nicht der erste Gang von Bord des Traumschiffs. Der Schauspieler war bereits von 1981 bis 1987 als Chefsteward Victor auf dem Luxusdampfer zu sehen, von 1987 bis 1991 spielte er dann dessen Zwillingsbruder, den ersten Offizier Stefan Börge. Hehns direkter Vorgänger auf der Brücke, der verstorbene Siegfried Rauch, hatte die Kapitänsmütze deutlich länger auf. Er war 1999 in die Rolle geschlüpft, die er bis 2013 innehatte. Das Traumschiff kreuzt seit 1981 fürs ZDF über die Weltmeere und ist immer noch ein Quotenbringer zu den Feiertagen.